Ja, bei den Hintergrundinfos geht es halt nochmal ein bisschen so um Pro und Contra, ob das denn jetzt Sinn macht, den Wolf da in dieses Gesetz aufzunehmen oder nicht. Kontraargumente haben wir genannt, darf eigentlich gar nicht und könnte dann quasi so ein bisschen missbraucht werden, um das Tier schneller zu schießen, als man sonst irgendwie vielleicht tun würde. Das wären jetzt so die Hauptkontraargumente, weshalb das keinen Sinn macht. Und die Pro-Argumente wären, es ist ja nicht umsonst, heißt dieses Ding auch Wildtiermanagementgesetz. Also sprich, wenn der da drin steht, dann hat man mehr Handhabe, mehr rechtliche Handhabe auch, um halt eben entsprechende Maßnahmen zum Wolf durchzuführen. Als super streng geschützte, sehr seltene Art aus dem Bundesnaturschutzgesetz und aus dem EU-Recht. Jetzt kann ich auch nicht sagen, welche genaue Gesetzes Text, da das jetzt drin steht. Ich weiß aber mit Sicherheit, dass er auch nach EU-Recht eben entsprechend streng geschützt ist. Gibt da natürlich auch Möglichkeiten darüber entsprechend das Wolfsmonitoring quasi zu begründen. Aber ja, es könnte im Grunde, das ist wirklich ein Argument dafür, für das Monitoring vom Wolf nicht schlecht sein, ihn auch noch in das entsprechende Gesetz aufzunehmen. Und man muss ja auch noch als Argument dazu nehmen, dass der Luchs, das Auerwild oder die Wildkatze im entsprechenden Gesetz auch drin stehen und trotzdem nicht wirklich viel geschossen werden. Beim Luchs weiß man es nicht. Der Luchs gehört auch zu den Tieren, bei denen der eine oder andere Fall von Schießen, Schaufeln, Schweigen sicherlich auch schon aufgetreten ist. Mit Sicherheit. Bei der Wildkatze möglicherweise, die ist aber tatsächlich ja leider, 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 ich mag dieses Tier total, finde ich viel sympathischer als den Luchs. Ich weiß, der Luchs ist toll, ich persönlich bin nicht so der riesige Luchsfreund. Das Tier ist absolut wichtig, faszinierend, alles gut, aber persönliche Sympathien meiner Art liegen dann doch, wenn bei den Katzenartigen, die wir hier so haben, an wild vorkommenden, doch definitiv bei der tollen Wildkatze. Die übrigens gar nicht mal besonders nah verwandt ist mit unserer Hauskatze, das nur am Rande angemerkt. Ja, aber das sind so die Pro-Argumente eben, weshalb der Wolf in dieses Gesetz reingehört. Und das wäre es dann gewesen mit den Dingen, die ich hier zum Wolf aktuell noch zu sagen hatte, beziehungsweise zu diesem Artikel. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das gemanagt wird mit dem Einzug des Wolfs nach Baden-Württemberg, der stattfinden wird. Das ist überhaupt kein Thema, da sind sich alle Experten einig. Die Frage ist halt eben nur das Wie und wie weit regelt man das schon vorher? Ideal wäre es natürlich, vielleicht ein kleiner Aufruf an die Politik, wenn wir wirklich eine exakt ganz genaue Vorgehensweise hätten, wie mit dem Wolf zu verfahren ist, bevor er hier Rudel anlegt. Das wäre extremst praktisch, weil dann kann man schon sich wirklich auf alles besser vorbereiten und ein bisschen Geld locker machen für ein wirklich lückenloses und absolut vorbildliches bisschen viel Geld. Wolf-Monitoring würde auf jeden Fall auch Sinn machen. Ne? Wir haben ja gerade mal wieder so viele Milliarden Steuerüberschüsse, okay, auf Bundesebene, aber von Bundesebene wäre es gerade, ich habe es ja schon erwähnt, dass der NABU ja den großen Vorteil hat, dass sie bundeseinheitlich überall das Gleiche machen können, wäre es auch dringend notwendig, meiner Meinung nach, dass eben genau aus Bundesebene dann auch ein zentrales, kann sein, dass es sowas schon auch mehr oder weniger gibt, aber ein mit richtig viel Geld unterstütztes zentrales Wolfsmonitoring mit vielen, vielen, vielen Arbeitsplätzen. dann durchaus entsprechend Sinn machen würde. Ne? Angebote an mich. Genug zum Wolf, wir kommen zum Schwein. Und da haben wir den nächsten Artikel vorliegen, der sich da nennt: Wildschweine stören Landwirte. Man könnte es auch umgekehrt formulieren, theoretisch. Jäger können Massenvermehrung nicht aufhalten, ist dann der Untertitel. Das ist übrigens eine Tatsache. Und dann gibt es noch einen Unteruntertitel, der mitten im Text steht. Und das ist der springende Punkt, weshalb ich mich jetzt mit diesem Artikel hier ein wenig kritisch auseinandersetzen möchte. Nächtliche Spaziergänger scheuchen Wildtiere auf. Und jetzt fühle ich mich persönlich angegriffen, weil damit bin ja wohl ich gemeint. Ich bin nämlich definitiv ein nächtlicher Spaziergänger und definitiv auch teilweise in der Region, um die es hier geht. So, und dazu vielleicht kurz.
den ersten Satz als Einleitung: Zusammenstöße mit Wildschweinen sind in Rastatt und der Region schon längst keine Seltenheit mehr. Besucher des Rastatter Stadtwaldes werden die Spuren der Wildschweine bei ihren Spaziergängen auch schon bemerkt haben. Umgegrabene Bankette, aufgewühlter Boden und Pfützen, die zu regelrechten Suhlen geworden sind. So. Das jetzt erstmal zur Einführung. Grundsätzlich ist das natürlich richtig. Und es steht ja auch entsprechend drin, dass die Wildschweinpopulation stark zugenommen hat. Und wie die Überschrift, die Unterüberschrift schon sagt, jeder kann Massenvermehrung nicht aufhalten. Das ist auch vollkommen richtig. Also momentan ist die Reproduktionsrate der Wildschweine wirklich derartig hoch, dass man mit den klassischen Jagdmethoden da nicht hinterherkommt. Und tatsächlich weiß die Wissenschaft auch noch nicht so hundertprozentig, was denn eine potenziell bessere als die klassische Jagdmethode wäre, um dem entgegenzuwirken. Was es gibt, sind Ansätze, die einfach den Jäger dazu bringen sollen, mehr auf Wildschweine Jagd zu machen, was nicht so angenehm ist. Die Jagd auf Rehwild wird von den meisten Jägern als schöner empfunden, weil da erwischt man häufiger was. Wildschweine, also ist eines der Argumente, ja, es gibt noch verschiedene andere, aber Wildschweine haben den Nachteil, wenn man sie bejagen möchte, zwei wesentliche, meiner Meinung nach, die da herausstechen. A, die sind halt einfach unglaublich intelligent und die Jagd auf die ist einfach schwieriger. Zweitens, sie bringen es nicht so beim Erlegen. Sie kosten zum Teil sogar noch zusätzlich Geld, weil die sind ja ein Allesfresser, omnivor, so wie wir. Und das führt dazu, dass sie sich halt auch eben von tierischer Nahrung ernähren. Und das führt wiederum dazu, dass sie dann auch diverse lustige Parasiten haben können, unter anderem eben Trichine. Und Trichine sind halt auch auf den Menschen übertragbar, wenn der das Fleisch vom entsprechenden Tier futtert. Gilt für jedes fleischfressende Tier auf dem Planeten, wenn man die isst. Und es knirscht im Fleisch und kommt einem so vor, als wären da so kleine Sandkörnchen drin. Das sind keine Sandkörnchen, das sind Trichine, die eine Kalkhülle um sich gebildet haben und dann wunderbar knirschen zwischen den Zähnen. In diesem Fall sollte man aufhören zu essen, weil wenn man Trichine erstmal hat, kriegt man die nicht bis nur unglaublich schwierig wieder los. Und deswegen muss so ein Schwein, bevor es in den Handel kann, also es für den menschlichen Verzehr entsprechend geeignet ist, erst vom Tierarzt oder von speziell geschulten Personen einer Trichinbeschau unterzogen werden, ob da halt eben jetzt entsprechend Trichine drin sind oder nicht. Und wenn nicht, dann kann es verkauft werden und wenn doch, dann landet es mehr oder weniger auf dem Kompost. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann es auch einem Hund geben, was auch eine schlechte Idee ist. Man hat der Hund dann auch wiederum Trichine. Deswegen ist es sauschwierig, trichinbefallenes Wildschweinfleisch dann noch in irgendeiner Form sinnvoll zu verwerten. Das sind so die Punkte, die die Jagd auf Wildschweine einfach nicht so attraktiv machen. Das ist nicht so schön. Und das ist einer der Punkte, weshalb es eben zu den Komplikationen mit der Wildschweinpopulation kommt und die Standardjagd, wie sie bisher betrieben wird, einfach nicht ausreicht, um dieser Überpopulation an Wildschweinen da Herr zu werden. So. Unter anderem steht hier in dem Artikel jetzt auch drin, dass im Prinzip alle zusammenarbeiten müssen, die Landbesitzer, die Jäger, die ortsansässige Bevölkerung und so weiter und so fort, um da in irgendeiner Form Managementpläne und Lösungen und so weiter und so fort zu finden. Was ultimativ Konkretes wird da nicht genannt, außer vielleicht, dass es den Wildschweinen auch sehr, sehr, sehr zugute kommt, dass oft Streuobstwiesen, die Äpfel, die dann halt entsprechend am Baum hängen, nicht mehr geerntet werden, beziehungsweise was runterfällt, nicht mehr aufgesammelt wird. Wer holt sich das dann? Das Wildschwein. Und was gibt es dann noch? Nämlich nicht nur eben die ganzen vor sich hingammelnden Äpfel und so weiter und so fort, die sie durchaus auch fressen können, sondern eben auch jede Menge Schnecken und Würmer, die sich das Zeug halt auch gerne holen und das wiederum frisst dann auch gerne das Wildschwein. Das sind absolute Leckerwissen, weil eiweißreiche Kost. Eiweißreiche Kost ist für das Wildschwein immer noch vergleichsweise schwierig zu bekommen und dass sie die jetzt auch noch im Überfluss bekommen, führt halt nochmal erschwerend dazu, dass das immer mehr werden. Faktor, immer wärmere Winter, immer kürzere Winter spielt selbstverständlich auch noch eine Rolle. Faktor, verbessertes Baumwachstum, ergo erhöhte Fruktifikation von Buchen, Eichen und Kastanien ist auch nochmal so ein Faktor, der eine gewisse Rolle spielt und generell geht es dem Schwein wirklich saugut. Ein ganz wesentlicher Faktor, weshalb auch eben die Landwirte da wichtig unbedingt mit ins Boot genommen werden müssen, ist halt die Vermeisung der Landschaft, Schlagwort.
Denn Mais ist das optimale Kraftfutter für die Viecher. Was Besseres kannst du denen quasi gar nicht füttern, wenn sie möglichst schnell, möglichst groß, dick und fertil werden sollen. Also sprich fruchtbar und entsprechend viel Schweinereien machen und dann entsprechend viel Frischlinge hinlegen. Ne? Das sind so also die Hintergründe des Problems. Warum ich jetzt aber diesen Artikel unbedingt jetzt mal mit euch durchsprechen will, ist folgendes. So, da weiß nämlich jemand, ich möchte ihn namentlich gar nicht nennen, muss ich auch nicht, ich muss nur angeben, wer den Artikel hier geschrieben hat, dass es problematisch ist, wenn Läufer bei Dunkelheit mit Stirnlampen im Wald unterwegs sind, insbesondere abseits der Wege. Auch ein Problem seien freilaufende oder streunende Hunde, denn nachtaktive Menschen oder Hunde scheuchen Wildtiere, die gerade im Winter viel Ruhe brauchen, immer wieder auf. Die Tiere verbrauchen dadurch enorm viel Energie, blablub, das habe ich euch alles schon mal ein bisschen erklärt. Und jetzt quasi dann der Aufruf. Bitte nutzen Sie im Wald die befestigten Wege zum Wandern und Radfahren und nehmen Sie Ihren Hund an die Leine. So, und jetzt ist halt eben mein Kritikpunkt im Wesentlichen der, den Artikel brauchen wir eigentlich schon nicht mehr, da steht jetzt sonst, das habe ich alles erklärt, was da erzählt, was da sonst noch so drin steht, dass nicht differenziert wird. Und es ein großes Problem ist, jetzt wieder emotional, ne, und ideologisch, wenn man den Waldbesuchern verbietet, den Wald besuchen zu dürfen. Beziehungsweise, okay, ihr dürft zwar den Wald besuchen, aber bitte nicht nachts und geht schon gar nicht von den Wegen runter und ein Hund, ja gut, wenn ihr unbedingt mitnehmen müsst, dann nehmt ihr an die Leine. So könnte das jetzt interpretiert werden. Oder beziehungsweise so fühlt sich das so ein bisschen an, wenn man emotional davor belastet ist. So wie ich. Ich gehe nämlich gerne eben abends in den Wald, dann wird es dunkel, dann mache ich da Dinge, die Licht erzeugen. Und gehe dann, wenn es dunkel ist, entsprechend wieder raus. Und teilweise brauche ich dafür dann auch meine Taschenlampe, wenn es halt eben über Stückchen des Weges geht, die schwierig zu begehen sind, wo man sich sonst auf die Fresse haut, wenn man da eben entsprechend nicht rumleuchtet. Ich laufe die meiste Strecke immer im Dunkeln, weil ich da irgendwie Spaß dran habe, durch den dunklen Wald zu kraxeln, aber das geht halt nur auf gut ausgebauten Straßen. Wenn man dann abseits der Wege unterwegs ist, ist das blöd. So. Und wenn man einem das jetzt jemand verbieten möchte, was man dort auch so gerne macht, dann reagiert man im ersten Moment, ich glaube, das ist einfach menschlich, nicht gut, nicht gut. Und so geht es mir und so wird es auch eben den meisten Waldbesuchern gehen. Und deswegen, das ist jetzt eben der springende Punkt, möchte ich halt eben da vielleicht ein bisschen vorsichtige Kritik äußern an der Art und Weise, wie diese Tatsache, dass es durchaus nicht falsch ist, dass nächtliche Waldbesucher das Wild aufschrecken, besser zu kommunizieren ist. Denn man kann natürlich jetzt so einen Zeitungsartikel da quasi schreiben lassen oder der kann entstehen. Ich möchte weder der Zeitung einen Vorwurf machen, das ist eine gute Zeitung, ich bin mit der sehr glücklich, und auch nicht dem Mensch, der das gesagt hat, gar nicht. Das stimmt ja auch im Großen und Ganzen durchaus. Das Problem ist halt bloß, und das ist so der springende Punkt, es sind nur Fragmente des Gesamtproblems. Der Mann hat natürlich recht, wenn er sagt, dass man bitte auf dem Weg bleiben soll, wegen Wildfang und so weiter und so fort, hat er grundsätzlich schon recht. Aber der Fall ist halt einfach nicht so simpel, dass man einfach sagt, wenn du vom Waldweg runtergehst und das auch noch nachts, dann ist es böse. Das stimmt zwar, aber deswegen kann man es zumindest noch nicht verbieten, wäre schon möglich. Weil wenn gerade jetzt die städtische Forstverwaltung und die ganzen Obermotze aus dem Forst sich dann einig sind, dass es jetzt immer krasser wird, dann geht das schon. Dann kann man schon temporär für bestimmte Wälder, die stadtnahen Wälder insbesondere, schon sagen, da gibt es jetzt ein nächtliches Vertretungsverbot. Also das ist schon möglich rechtlich. Deswegen ist das immer noch mehr beunruhigend für mich, weil ich will sowas nicht, ne? Ich will ja auch nachts in den Wald. Aber jetzt ist es halt eben nicht so, dass man jetzt sagen kann, nachts in den Wald gehen ist pauschal scheiße und richtet furchtbare Schäden an. Man kann nämlich schon eben differenzieren und das ist, glaube ich, so der springende Punkt. Weil der Waldbesucher möchte ja schon nicht, inwiefern ist es denn jetzt nun schlimm, wenn man da nachts im Wald rumläuft. Stimmt das? Ist das ganz furchtbar?
Und man stört die Wildschweine und die müssen dann flüchten und brauchen deswegen mehr Energie, als sie sonst brauchen würden und müssen dann mehr Fleisch fressen. Das ist so der klassische Ansatz. Das kann einem mehr oder weniger jeder, insbesondere vielleicht ein bisschen ältere Förster und Forstwissenschaftler, die man so trifft, im Wald oder am Rand vom Wald oder halt eben in den entsprechenden Behörden, insbesondere da, so bestätigen, beziehungsweise wird einem das so erzählen. Allerdings ist das halt eben nicht der aktuelle Stand der Forschung, beziehungsweise nicht mehr ganz. Grundsätzlich ist es nicht falsch, ne? Und auch die Naturschützer können einem das so sagen und ein Ranger und jeder, der mal so eine halbe kleine Ausbildung zum Wald bekommen hat, um jetzt so ein paar kleine Naturführungen zu machen und so weiter und so fort. Davon gibt es ja relativ viele, springen im Schwarzwald auch einige rum. Die wissen das alle so ein bisschen ungefähr, die wissen das alle aber nicht so detailliert wie zum Beispiel jemand der Forstwissenschaften. Ziemlich intensiv studiert hat. Und deswegen möchte ich da jetzt mal ein wenig differenzieren. So, grundsätzlich richtig, aber, also was da drin steht, aber, wir wissen es nicht, es ist einfach nicht bewiesen und es ist umstritten, ob jemand, der auf dem Weg rumläuft, auch nachts überhaupt in irgendeiner Form Wild aufscheucht, das gewöhnt ist, dass Leute auf dem Weg rumlaufen. Es ist nämlich durchaus anzunehmen, nach manchen Studien auch nicht, es ist einfach nicht sicher geklärt, aber es bestehen berechtigte Zweifel, dass es pauschal so ist, dass das pauschal die Wildtiere stört, wenn man nachts auf dem Weg im Wald rumgeht. Betonung auf gehen. Zum Joggen kommen wir gleich noch. Kann nämlich durchaus sein, und es gibt da entsprechende Untersuchungen, dass die Tiere das einfach gewöhnt sind und dass sie einen Scheiß interessiert, wenn der Spaziergänger, den sie als Spaziergänger erkennen, auch nachts, die sind alle nicht auf Sehen im größeren Umfang angewiesen. Weder das Reh noch das Wildschwein, das sind die beiden Arten, die halt eben durch ihre Überpopulation Schäden anrichten. Die sind nicht darauf angewiesen, uns sehen zu können. Ob es dunkel ist, ist es wurscht. Also so gesehen macht es einfach keinen großen Sinn, dass man nachts die Tiere mehr stören würde als tags, wenn man nachts durch den Wald geht. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass die es gewöhnt sind, dass nachts im Wald Ruhe herrscht und dass nachts der Wald quasi ihr Wald ist. Wenn jetzt nachts dann trotzdem noch Menschen im Wald unterwegs sind, dann kommen die Tiere quasi gar nicht zur Ruhe. Das ist so das entsprechende Argument. Das würde aber nur dann halt eben Sinn machen, wenn überhaupt ein nennenswerter Stressdruck durch im Wald spazierengehende Personen auf die Wildschweine ausgeübt wird. Und ein Indiz, mehr nicht, nur ein Indiz, aber ein Indiz für die Theorie, dass das den Wildschweinen überhaupt nichts ausmacht, wären halt die ganzen Wildschweine, die im stadtnahen Bereich leben. Da kann man sich jetzt eine beliebige Großstadt aussuchen, die dieses Problem hat. Sie haben es mehr oder weniger alle. Berlin hat es vielleicht ein bisschen intensiver. Und gerade eben auch solche Stadtwaldschweine, wie jetzt hier in diesem Beispiel, die sieht man vergleichsweise häufig. Oft bemerken die einen sehr wohl, bleiben aber trotzdem auf dem Weg, um den Weg, am Weg stehen und machen da halt weiter ihre Schweinereien, was sie halt gerade eben so treiben. Und es interessiert die einen Scheiß, ob man da jetzt nachts vorbeikommt, tags vorbeikommt. Also nachts sind sie eher aktiv, ne? Aber im Regelfall, also gerade eben aus meiner persönlichen Erfahrung, kann ich berichten, dass es meistens eben nicht so ist, dass die jetzt panisch davonrennen. Entweder man sieht überhaupt keine Wildschweine, dann sind sie auch nicht geflüchtet, das würde man mitbekommen, ne? Also wenn sie wegrennen, das hört man, insbesondere im dunklen Wald, da hört man hervorragend, das würde man auf jeden Fall mitkriegen. Habe ich ganz, 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 ganz selten mal erlebt, dass ich da wirklich welche aufgeschreckt habe, die dann weggerannt sind. Der Regelfall ist, wenn ich überhaupt welche sehe, dass sie sich einfach völlig nicht stören lassen von mir. Das interessiert die einen Scheiß, dass ich vorbeilaufe. Dann laufe ich halt vorbei, die nehmen mich nicht zur Kenntnis und die Sache ist gegessen. Jetzt ist das natürlich keine repräsentative Untersuchung meiner Person, dass das jetzt immer so wäre. Aber das ist halt schon wirklich ein Verhalten von Wildschwein, das mehrere Leute und immer häufiger und gerade eben die, die keiner gefragt hat bei diesem Artikel, nämlich die, die halt eben nachts im Wald rumlatschen, eben immer wieder feststellen. Und natürlich, das bleibt
von der wissenschaftlichen Untersuchungswürdigkeit quasi her bloß ein Indiz, ne? Und es ist auch dazu noch relativ subjektiv. Aber es gibt halt eben Untersuchungen, die in die Richtung gehen, dass das den Tieren schnurzpiep egal ist, wenn da Spaziergänger unterwegs sind. Auch die Tatsache, dass die eine Stirnlampe aufhaben, was hier noch entsprechend betont wird, spielt für die Tiere kaum eine Rolle. Mal ein Tier angeleuchtet, das interessiert die nicht groß. Die rennen deswegen nicht weg. Also wenn man ein Tier sieht und es steht da und man leuchtet es an, dann steht es immer noch da. Das wundert sich vielleicht, was da jetzt los ist, aber das ist kein Fluchtgrund. Angeleuchtet werden löst den natürlichen Fluchtreflex von Fluchttieren nicht aus. Okay, aber das ist jetzt die Situation vom Spaziergänger, meinetwegen auch mit Beleuchtung, auf Weg, nachts im Wald. Es ist sehr, sehr, sehr fragwürdig, ob der wirklich das Wild aufscheucht. Und wenn doch, dann wahrscheinlich eher nur so selten, dass man da nicht sagen kann, dass das jetzt der Grund ist, weshalb wir Probleme mit den Wildschweinen haben. Das halte ich wirklich für völlig überzogen. Aber Mountainbiker, beziehungsweise Radfahrer, sagen wir es einfach mal, wer im Wald Fahrrad fährt, auch auf dem Weg, und Jogger, auch die Jogger auf dem Weg, das ist tatsächlich eine andere Baustelle. Das habe ich schon mal in meinem Downhill-Mountainbiker-Video, was die so im Wald anstellen, auch schon mal ein bisschen thematisiert. Die schnelle Bewegungsgeschwindigkeit, das ist für die Tiere nicht zuzuordnen, warum da jetzt irgendwer so schnell im Wald unterwegs ist. Auf dem Weg ist sicherlich harmloser, als wenn du mitten durchs Geäst rennen würdest, jetzt als Jogger oder eben entsprechend dann als zum Beispiel Downhill-Mountainbiker, der da wirklich den Berg runterbrezelt und so weiter. In so einem Fall gehen die Tiere davon aus, der ist deswegen schnell, weil einer von beiden Gründen muss zutreffen, andere gibt's nicht. Er jagt wen oder er flieht vor wen. In jedem Fall muss ich als Fluchttier jetzt abhauen. So. Und das ist halt wirklich eine ganz, ganz andere Situation. Der Jogger, der rennt, das können die Tiere schon wahrnehmen, ob du jetzt gerade rennst oder gemütlich gehst. So doof sind die nicht, das merken die. Ne? Und der Radfahrer, der ist was ganz Abstraktes. Es ist aber jedenfalls was Schnelles, ganz Abstraktes. Da weicht man mal lieber aus. Also das ist schon berechtigt. Und da gebe ich dem Kollegen im vollen Umfang recht, dass man sowas insbesondere nachts dann doch deutlich unterlassen sollte. Tagsüber sind die Tiere Jogger inzwischen auch schon, kann man vermuten, weiß man nicht hundertprozentig, auch schon bis zu einem gewissen Grad durchaus gewöhnt, weil Jogger sind doch sehr häufig, insbesondere im ortsnahen Wald, dass da eine gewisse Gewöhnung eben stattgefunden hat. Wenn die aber dann nachts auch noch kommen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann halt wirklich schon zu zusätzlicher Beunruhigung führt. Und wie gesagt, die schnelle Bewegung, die löst den Fluchtreflex deutlich wahrscheinlicher bis hin zu eigentlich fast immer aus, ein einfach nur durch die Gegend latschen. Da kann man dann durchaus als dieses seltsame Tier-Mensch, das immer von A nach B läuft und irgendwie dabei nichts Besonderes tut, wahrgenommen werden. Solange man auf den Wegen bleibt, denn das ist jetzt die andere Ausnahme. Wenn man nachts noch vom Weg runter geht, dann ist es natürlich verdächtig. Das ist sogar ganz, ganz, ganz verdächtig, weil der Einzige, den die Tiere unter Umständen kennen, der nachts vom Weg runtergeht und im Wald sein Unwesen treibt und Mensch ist, ist die Jäger. Und vor dem haben sie entsprechend Angst. Und dann werden sie, wenn sie so einen bemerken und ihn halt eben für einen Jäger halten, diesem auch ganz schnell entsprechend ausweichen. Ein Argument, was da jetzt wieder dagegen spräche, wäre jetzt allerdings, dass viele Jäger drauf gekommen sind, dass sie vom Wild nicht als Jäger wahrgenommen werden, wenn sie sich wie ein Standardwaldbesucher verhalten und möglichst ohne zu schleichen, ganz gemütlich, normal durch den Wald latschen, lärmend sich zu ihrem Hochsitz begeben und sich dann da drauf hocken und erst dann still sind. Also quasi, er ist verschwunden. So nach dem Motto. Ist eine erfolgsversprechende Strategie, wird von vielen Jägern inzwischen angewendet. Und die Sache mit dem Schleichen ist so eine Sache, ne? Entweder beim Schleichen musst du wirklich so leise sein, dass du überhaupt nicht gehört wirst. Bei dieser Variante sollst du ja gehört werden und wirst einfach nicht als Gefahr wahrgenommen. Ich habe gehört, es soll funktionieren. Ich sag's ja nur. Es ist jetzt einfach nur mal so ein Argument zum in den Raum schmeißen. Also, mein Problem mit diesem Artikel ist es jetzt halt einfach, dass da nicht differenziert wird. Da wird per se quasi jeder Waldbesucher des Nächtens im Wald, zwar steht da jetzt drin, insbesondere wenn abseits der Wege, aber halt eben auch wenn auf Wegen, wird da quasi, so nehme ich das jetzt wahr, stigmatisiert mit böse, schlecht,
scheucht Wildschweine auf, wir kriegen ein riesen Wildschweinproblem, lass das doch sein, bleib doch bitte raus aus dem Wald des Nachts. Ne? Und ich halte das einfach für übertrieben, ich halte es nicht für notwendig. Man kann schon nachts in den Wald gehen mit vertretbaren Schäden, also was heißt Schäden, mit vertretbarer Störung des Wildes, wenn man halt eben beachtet, dass man, wenn man sich nachts im Wald befindet, halt nicht rumrennen sollte und tatsächlich die Wege so wenig wie möglich verlassen sollte. Ich mache es ja generell so, wenn ich im Wald irgendwo hin möchte und dann da logischerweise irgendwann auch vom Weg runtergehe, dann gehe ich da auf Wegen hin, bis ich am nächsten Punkt bin, wo ich dann irgendwie in den Bestand rein möchte und gehe dann erst vom Weg runter, lege also eine möglichst kleine Strecke abseits der Wege zurück. Ich laufe gerne abseits der Wege, aber das ist halt wirklich einfach aus Rücksicht für die Tiere, die ein Mensch abseits der Wege dann halt zu Recht, weil der Jäger ist das halt eben auch, als Bedrohung wahrnehmen. Und so lässt sich halt dann der Störungsfaktor auf diesen kleinen Bereich, in dem man abseits der Wege geht, da dann irgendwas macht, da dann bleibt, eben auf diesen kleinen Bereich konzentrieren und reduzieren. Und dann ist es wirklich nicht schlimm. Grundsätzlich sind es ja auch wirklich nicht viele Leute, die nachts im Wald durch die Gegend rennen oder durch die Gegend spazieren gehen oder sonst wie. Es werden mehr, aber es sind immer noch nicht so viele, dass man jetzt wirklich sagen kann, dass das Wildschweinproblem dadurch noch maßgeblich erhöht wird. Das muss erstmal bewiesen werden, würde ich jetzt mal sagen wollen. Die Untersuchung, die muss erstmal gemacht werden und zu Recht sind halt all solche Themen, inwiefern stört der Mensch im Wald überhaupt das Wild, also der Standard-Waldbesucher, der kein Jäger ist, zu Recht ist das was wahnsinnig kontrovers diskutiert wird und wo keiner die Antwort wirklich kennt. Es gibt Leute, die meinen, sie zu kennen. Ob das letztendlich wirklich so ist, ja, vielleicht haben sie auch recht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, welcher von denen recht hat. Und das wissen wir alle nicht. Und deswegen halte ich ein vorsichtigen Umgang mit der Thematik für durchaus angemessen. Also vorsichtig im Sinne von so wenig stören wie möglich, wenn man im Wald unterwegs ist, aber pauschal nicht nachts in den Wald gehen, weil man stören könnte, das ist auch nicht der Weg. Das ist bestimmt nicht die Lösung. Man muss ja auch noch bedenken, vielleicht jetzt für die forstlichen Kollegen, es ist halt verdammt nochmal wichtig, dass die Leute in den Wald gehen. Begeisterung für den Wald kann nicht aufkommen, wenn sie irgendwie im Fernsehen sehen, dass es Wald gibt. Da müssen sie schon selber rein. Wir müssen das also schon wollen, dass die Leute in den Wald gehen. Klar stören die bei der Forstwirtschaft, ist so, aber es ist halt nun mal so, dass der Wald ein Raum ist, der sämtliche Bedürfnisse erfüllen muss, die er erfüllen kann. Und dazu gehört halt eben der Lebensraum für, ich sag jetzt mal Natur, für Mensch, Erholungssuchende und für Wirtschaft. Und das muss halt unter einen Hut gebracht werden. Das ist ja nichts Neues. Das Problem hat die Forstwirtschaft schon, seit sie irgendwie auf irgendwen Rücksicht nehmen muss. Und das ist jetzt schon seit ein paar Jährchen durchaus der Fall. Das Problem wird auch nicht leichter, dadurch, dass sich mehr Leute zur Natur hingezogen werden. Aber ich finde, man sollte das nicht als Bedrohung ansehen, sondern einfach das Potenzial dabei erkennen, dass dann damit auch wirklich mehr Leute begreifen, wie wichtig die Natur eigentlich für uns ist. Und ich glaube, kaum jemand der forstlichen Kollegen wird den Job nur deswegen machen, weil er so wahnsinnig gern Bäume fällt und ihm nur die finanzielle Komponente wichtig ist, sondern wir mögen ja alle auch den Wald und die Natur. Und das kann man ja dann auch irgendwo verstehen, wenn das die anderen Leute eben auch tun. Und jetzt haben wir nun mal im Bundeswaldgesetz drinstehen, dass der Wald zum Zwecke der Erholung betreten werden darf. Wie jetzt die einzelnen Leute und in welcher Intensität diese Erholung betreiben, das mag schon Grenzen geben, an denen das dann irgendwann ein wenig krass wird. Das ist ja schon, das kann man ja schon diskutieren, aber grundsätzlich finde ich, sollten wir es doch alle einfach gut finden, wenn die Leute in den Wald gehen und da Interesse dran zeigen. Und dann muss man halt eben aber auch entsprechende Aufklärungsarbeit betreiben und ausführlich erklären, was es bedeutet, in den Wald zu gehen und dort da jetzt Wild aufzuscheuchen und nicht einfach nur zu sagen, in 3-4 Sätzen, dann braucht es mehr Energie, dann frisst es mehr, dann haben wir mehr Schäden. Das ist schlecht, geht nicht in den Wald. Halte ich einfach zu pauschal, nicht ausführlich genug und weckt mehr Widerstand. Was, die wollen mir verbieten, in den Wald zu gehen, als Verständnis.
Das Problem hatten wir ja auch beim Nationalpark, also gerade hier jetzt bei mir in der Region. Das Hauptargument und so eine der Gründe, weshalb die Leute den Nationalpark nicht haben wollten, war, ja gut, dann ist da Natur, aber ich muss draußen bleiben. Und deswegen finde ich es auch einen großartigen Ansatz, den inzwischen Forst-BW verfolgt, um mehr Naturschutz in den Wald zu bekommen, sogenannte Waldrefugien. Da macht man forstlich fast nichts. Also man lässt den Wald da alt werden und natürlich zusammenbrechen. Es reichert sich Totholz an, es bilden sich entsprechende kleine Strukturen, wo der Wald wirklich eine erheblich erhöhte Biodiversität ausbilden kann, weil halt eben nichts gemacht wird und altes Holz verfügbar ist. Und der springende Punkt ist jetzt, anders als beim klassischen Naturschutzgebiet, was wir bisher hatten, dass in diesen Refugien kein Betretungsverbot herrscht. Das heißt, man darf da immer noch reinlatschen. Man sollte sich überlegen, ob man das jetzt tun muss oder nicht, weil man stört da schon die entsprechenden Speziallebewesen, die da drin leben. Aber vorsichtiges Betreten, weil es ist ja nicht so, dass da drin jetzt ein Rudel Hirsche hockt, ne? Die können überall im Wald hocken. Die brauchen das nicht. Das ist mehr für so Kleinstlebewesen, verschiedene Insektenarten zum Beispiel oder irgendwelche Vögel, die oben im Baum ihre Höhlen haben und solche Sachen. Und das halte ich für super, weil man kann dann wirklich solche besonderen Waldstücke betreten. Dann kann man auch sehen, wie toll das ist, wie wichtig das ist, wie schön das ist. Und dann kann man da ein ganz anderes Verhältnis zu aufbauen, als wenn man am Rande von dem Ding ein Schild liest, hier ist jetzt Natur, da darfst du nicht rein. Du Mensch, du nix Natur, du draußen bleiben. Halte ich einfach für pädagogisch falsch. Wir haben es ja gesehen beim Nationalpark. Der Sturm gegen das Betretungsverbot, gegen die Stilllegung dieser Flächen, der war doch erheblich. Ganz, ganz, ganz erheblich. Und ich kann das schon verstehen. Außerdem darf inzwischen schon in gewisser Weise bezweifelt werden, wie weit die Betretungsverbote, also wann immer man irgendwo was sagt, das ist jetzt Natur, da machen wir jetzt Betretungsverbot, da darf keiner rein, inwieweit das wirklich immer was bringt. Natürlich verhindert es, dass da Müll reingeschmissen wird. Das verhindert, dass da jemand wochenlang kampiert und solche Sachen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Also es ist nicht falsch. Aber was wir auf jeden Fall kritisch hinterfragen müssten, wäre, welchen Arten kommt das überhaupt zugute, dass da ein Betretungsverbot herrscht? Werden die seltenen Arten dann dadurch häufiger, dass da keiner rein darf oder eher, dass da wirtschaftlich nichts gemacht wird? Weil wenn wir uns jetzt mal die rote Liste angucken, die rote Liste ist ein Begriff, ne? Das wird jetzt schon seit einiger Zeit gemacht, die Liste der bedrohten Pflanzen- und Tierarten in Deutschland, die rote Liste halt eben. So, und dieses Ding wird nicht kürzer, das wird länger, seit es Naturschutz gibt. Ne? Also so gesehen, der Naturschutz bringt, wenn wir uns die rote Liste angucken, bei manchen Arten, bei einigen wenigen, bringt er was, bei allem anderen, nö. Also summa summarum hilft es überhaupt nicht, diese Naturschutzgebiete mit Betretungsverbot zu haben. Denn ganz oft, in den allermeisten Fällen, ist ja nicht so, dass da jemand hingeht und die seltenen Arten mutwillig zerstört. Das ist nicht das Problem, weshalb die selten sind, sondern dass ihnen der Lebensraum fehlt. Nicht, weil da jemand hingeht und die dauernd kaputt macht. Und ein Unterschutzstellen im Sinne von du darfst die nicht kaputt machen, das hilft nur bei den wenigen Arten, wo das es mutwillig kaputt gemacht wird, auch wirklich die Ursache für die Seltenheit bzw. für die Bedrohung ist. Nur dann ist das hilfreich. Nehmen wir mal ein Beispiel, das ich schon behandelt habe, Ilex aquifolium, also diese Stechpalme da. Die steht jetzt unter Naturschutz. Heißt, die hat sich dadurch tatsächlich wieder erholt. Das kann man so ein bisschen feststellen, weil das Problem war, die war deswegen selten, beziehungsweise ist deswegen bedroht gewesen, weil die halt eben diese dekorativen Zweige mit diesen dekorativen Bärchen dran hat, die man sich gern abgeschnibbelt hat, um sie sich dann daheim als Weihnachtsdekoration zum Beispiel irgendwo ins Haus zu stellen. Die Beeren bleiben das ganze Jahr über dran. Man hat die also quasi, also können das ganze Jahr über dran bleiben, vorsichtig ausgedrückt. Man hat die also quasi zu jeder Jahreszeit dekorativ zur Verfügung und das sieht ja auch wirklich toll aus. Und ich muss gestehen, ich habe da auch schon mal einen Zweig geholt, weil ich noch nicht Zeit meines Lebens wusste, dass die eigentlich unter Naturschutz stehen. Sowas zu schützen, was wirklich dadurch bedroht ist, dass da ständig Leute kommen und sie was abschneiden, das macht auf jeden Fall Sinn. Tiere, die essbar sind, wie den Auerhahn, dass man den unter Schutz stellt im Sinne von, den zu töten, ist eine schwere Straftat,
Das macht auch Sinn, weil der schmeckt potenziell durchaus lecker. Das weiß heutzutage kaum noch jemand, das ist auch gut so. Aber potenziell ist der sehr, sehr lecker. Da gibt es entsprechende historische Schriften, die darauf hinweisen, dass der mal lecker gewesen sein muss. Ist ja auch ein Mordsvogel, da ist was dran. Also das jetzt nun mal so als solche Beispiele. Ich möchte aber einfach wirklich nur darauf hinaus, dass ein grundsätzlich den Wald nicht betreten nicht unbedingt immer hilfreich sein muss. So, und ich glaube, das reicht jetzt auch. War jetzt einiges an Material, was ich jetzt erzählt habe, denke ich. Irgendwas wollte ich noch sagen? Richtig. Solltet ihr aus einer Region mit viel Wolf kommen und rein zufällig habt ihr bei euch irgendwelche interessanten Zeitungsartikel zu dem Thema, am liebsten wären mir wirklich Zeitungsartikel, und ihr hättet vielleicht Lust, die abzufotografieren und mir per Mail zu schicken, also das Foto, da hätte ich Lust. Also wenn ihr wollt, das ist nicht notwendig und wenn es jetzt zu viele werden, komme ich eh nicht damit klar. Aber Spaß hätte ich ehrlich gesagt schon dran. Einfach mal so für mich so einen kleinen Überblick, was denn gerade so zeitungstechnisch Neues gibt aus den Regionen mit gesichertem Wolfbestand. Ob es da irgendwelche interessanten, spannenden Dinge oder irgendwie sonst wie was gibt. Also Voraussetzung ist natürlich, dass ihr dann dazu auch eben entsprechend ein Video hören wollt. Wenn nicht, hat sich sowieso erledigt. So. Und damit lasst euch nicht betüxen. Macht's gut. Tschüss.